Es geht weiter mit Watch Dogs. Von unserem neuen Zuhause aus. Oh, ich könnte schon wieder sagen, und ich sag's auch, es sieht einfach geil aus. Prime 8 ist Geschichte. Und nun folgen wir weiter die Hauptstory. Denn wir werden beobachtet. Oder soll ich erst eine Nebenoperation machen? Ich mache die Nebenoperation. Es hieß nämlich Noodle. Also das Google von diesem Spiel spuckt falsche Daten aus. Josh hat eine Anomalie im Blooms Verbrechensprognose-Algorithmus entdeckt. Triff ihn beim Hackerspace, damit ihr euch das ansehen und mehr Infos sammeln könnt. Artists used to live here. To live here. Keep the Internet free. Lass das Internet frei. Ja, Upload-Filter kommen. Wenn die das hier wissen, Deadsec, da würde was abgehen, du. Und ich denke, ich werde mein Outfit jetzt nicht nochmal ändern. Die Mitglieder hier könnten nicht unterschiedlicher sein. Sieht aus, als könnte Cyberdriver der Überraschungshit des Jahres werden. Tja, wir warten mal lieber nicht auf eine Dankeskarte von HMP. Nope. Ja, wegen der allerersten Mission, die wir hatten, Cyberdriver, ist das natürlich in die Medien gekommen. Unser Home-CEO hat seine Software wohl an seiner Familie getestet. Das ist ein Witz. Seine Frau lässt sich scheiden und gibt illegale Überwachung eines Minderjährigen an. Wow, also kommt er in den Knast? Im Moment ist alles nur Vermutung, aber könnte sein. Offenbar werden die Leute doch etwas sauer, wenn man sie ausspioniert. Wer hätte das geahnt? Ja. Sie mögen es nicht, ausspioniert zu werden. Und beschweren sich hinterher, dass man Sachen erfahren hat, die man öffentlich gepostet hat. Ach, Josh sitzt ja am Rechner. Ich checke Blooms Verbrechensprognose-Algorithmus. Wollte mal nachschauen nach dem WKZ-Debakel. Die Grafik hier zeigt die Einstufung von Gebieten als unbedenklich, hohes Risiko oder Schießbefehl erteilt. Also diese Gebiete oben in Oakland. Hohes Risiko. Das ist Gangrevier, ergibt Sinn. Aber die hier? Das, mein Freund, ist CTOS komplett ohne Make-up. Ach du
Geld für Schulen, Kliniken, Läden, überall Schießbefehl? Das sind Sozialwohnungen. Ich meine, das sind die Leute, für die San Francisco viel zu teuer ist. Wo zum Teufel sollen sie denn sonst hin? Halt an dieser Wut fest, Marcus. Wir werden sie brauchen, wenn ihr euch Blumen kauft. Ja, das kriege ich hin. Du hast recht. Das ist systematisches Unrecht im höchsten Grad. Du hast es entdeckt, Josh. Also, Ray hat mir bei der Firewall geholfen. Die armen Leute. Und da sagt CTRS, Schießbefehl. Hey, ein systematischer Fehler, ich weiß. Das kotzt uns alle an. Etwas von meinem scheiß Code läuft in diesem Monstermann. Wenn CTUS die Cops mit einer Schießerei rechnen lässt, werden die bestimmt auch nicht lange fackeln. Im Klartext, fang keine Kugel. Jetzt ich bin hier doch der Good Guy. Ich habe wirklich im ganzen Spiel noch niemanden erschossen. Immer nur betäubt. Na, die Sache ist jetzt aber... Hey, ich bräuchte Infos. Kann ich vorbeikommen? Klar, aber da müsstest du schon zu mir kommen. Hab einen Termin, den ich einhalten möchte. In dem alten Viertel? Ha, genau da. Alles klar, bin bald da. Wieder eine Person, die wir nicht kennen, aber Markus kennt. Ich wollte gerade sagen... Ist das jetzt wirklich ein Fehler von C2S? Oder steckt dahinter eine Absicht? Es ist ja ein bisschen auch so Realität. Es gibt Viertel in den Städten. Ist auch bei meiner Stadt so. Da geht man lieber nicht hin. Weil man weiß, da ist es etwas gefährlicher. Da ist schon die Schießerei. Notruf. Worum geht es? Grüß Sie. Hey, sind wir hier sicher? So sicher wie jeder andere auf diesen Straßen. Aber du solltest nicht zu lange in Oakland rumhängen. Nicht mit deiner Akte. Du meinst die Lüge, die in der Akte stand, oder das, was ich eigentlich mache? Wir haben hier den klassischen Fall, dass Cops und Einbrecher zusammenarbeiten. Die 580s taten diesem Viertel mal gut. Jetzt springen sie, wenn die Polizei es sagt, da sonst ihre Familien ausziehen müssen. So können sie nicht leben. Aber anders können sie auch nicht leben. Verstanden. Und ich werde das regeln. Ich muss gehen. Pass gut auf dich auf. Greife auf die Sicherheitsarchive des CTOS zu. Ja, mit solchen Leuten kann es die Polizei ja machen. Josh, ich bin hier. Wonach soll ich suchen? Ach man, das wäre so hilfreich, wenn man das mit einem... Wahrscheinlich klebt er an einer Hauswand wie so ein kleiner Parasit. Reizend. Quadrocopter machen könnte. Komme ich wieder hoch? Jetzt schon der Gang. Ich bin übrigens beim Spiel jetzt bei 43%, als ich es gestartet habe. Okay, ich wühle mich gerade durch die Daten. Offenbar stellen die 580s ein Fahrzeug ab, das die Polizei dann abholt. Ist jedes Mal ein anderes Auto.
Die Cops ziehen diese Schmuggelsache direkt unter CTOS durch. Sind als undercover markiert, nicht verfolgbar. Wir müssen uns also auf greifbare Beweismittel verlassen. Wir brauchen das Auto. Ich schicke dir eine Übersicht, wer wann an welchem Ort ist. Schau es dir an. Du solltest das Mosaik jetzt sehen können. Okay. Wenn man schon in der Nähe ist. Prescott, Kernbad. Und jetzt wird uns hier angezeigt, wo sie üblicherweise stehen. Machen wir jetzt hier einen auf Batman. Der Detektivmodus bei Batman. Okay, ich glaube, ich habe langsam den Überblick. Siehst du was, was sie ablenken könnte, während du dir das Auto krallst? Da fallen mir ein paar Dinge ein, ja. Bereite einen Hinterhalt für sich nähernde Bedrohungen vor. Du kannst Hinweise zu Wegen und gegnerischen Positionen finden. Stelle bei hackbaren Objekten Annäherungsauslöser ein. Wirf Elektroschockgeräte oder Sprengsätze, um Fallen zu stellen. Setz Umgebungsfernsteuerung ein, um Objekte und Sprengstoffe zu bewegen. Du kannst auch Fahrzeughacks auf kreative Arten einsetzen. Trottel. So, die zwei sind dann noch sein Gefecht. Die Bullerei, die interessiert mich nicht. Und ich versteck mich hier. Enter zum Start. Gibt bestimmt auch Aktivitäten für sowas. Okay, ich bin bereit. Sie kommen, also versteck dich schnell. Viel Glück, Kleiner. Yo, Nigga, was los, yo? Das ist das Auto. Jetzt muss ich es nur in einem Stück rausbringen. Wieso schmeißt denn der jetzt einen Stein? Findet den Kerl. Hör zu, findet ihn und macht ihn kalt, verstanden? Muss ich jetzt nicht verstehen. Dachte, ich hätte was gehört. Aber doch nichts. Vorsicht, geh weiter. Die Wichser drehen voll durch. Der Tod ist immer von mir. Verstanden? Ja, was gibt's? Und weg. Die Cops verbuchen die Gangratze allein auf sich. Normalste der Welt. Dass so ein Auto wieder hier so rumsteht. Ah, und das haben sie diesmal gecheckt. Aber war ja auch keine Bullen.
Yes, man, for right. Police, them no want to see get us up. Hier stehen überall Polizisten. Vielleicht fällt sie ja nicht auf. Ich habe schon beim Stellen der letzten Aufnahme gemerkt, da unten links bei den Pfandungslevel sind immer andere Zeichen. Das stapelt sich okay, dann. Ich bin raus, aber tut mir einen Gefallen. Ich muss mich hier oben noch um was kümmern. Sucht mir einen sicheren Parkplatz für das Ding. Ich bring diese heiße Karre nach Hause. Pack sie bei der Brücke nach Frisco. Ich komm dann so schnell es geht. Danke, Mann. Ja, hier. Verlasse das Fahrzeug. Wrench, du kannst das Auto jetzt abholen. Verstanden, Mo-Kapitän. Meine Dokumentationskamera ist einsatzbereit.